Hi ihr Lieben, ja, ich habe wieder einen Haul für euch und zwar verschiedenes, aber mehr so Halloween-Zeug. Ich habe jetzt schon mehrmals versucht, das Video zu starten. Wie gesagt, mein Handy hat einen Wasserschaden, einen weg oder wie auch immer. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Deswegen ist jetzt wieder alles durcheinander und ich ordne das jetzt nicht. Also ich sage es immer dazu, wenn man es nicht sehen kann. Ich habe mehrere von diesen. Also ich bin noch mal in Zehmann rein, weil ich unbedingt noch ein paar von diesen Papiertüten hier haben wollte. Und das waren die letzten drei. Ich habe auch gewühlt und gewühlt und gewühlt und gewühlt. Und ja, die sind alle reduziert. Ich verstehe das nicht, weil es ist ja eigentlich jetzt gerade, ja, es ist noch nicht Halloween, aber bald, ne? Und ja, ich finde die total klasse. Also hier noch mal die grüne, die habe ich ja schon. Denn die hier, da habe ich mich sehr gefreut. Und die hier mit den Kürbis. Und die finde ich ja besonders geil, weil die ja schwarz sind. Finde ich irgendwie besonders toll. Hier oben kann man dann immer sehen. Ja, und für 40 Cent völlig okay. Die mussten einfach nochmal mit. Ich bin froh, dass ich die nochmal bekommen habe. So, dann habe ich mir diese Federn mitgenommen. Ja, schwarz. Also eigentlich nur wegen den schwarzen. Die kann man ja immer mal gebrauchen. Ich bastle ja gerne Loaded Envelopes und da mache ich eben gerne auch mal so eine Feder an eine Klammer. Auch von Zehmann für 49 Cent. So, das hier war vom Kick, glaube ich, runtergesetzt. Das ist so ein Absperrband. Habe ich auch schon, aber ist auch cool für Loaded. Oh, ihr seht gar nichts. Für Loaded Envelopes zum Verpacken. Ne? Kann man mit so irgendwie zum Verpacken benutzen. Ist irgendwie ganz cool. Wenn da vielleicht noch so ein blutiges Skelett oder so irgendwie in der Richtung so drin steckt, könnte ich mir das schon sehr cool vorstellen. Auch reduziert. Wie gesagt, verstehe ich gerade nicht, weil es ist ja, keine Ahnung, bald Halloween. So, dann war ich in einem Euro-Shop. Da habe ich diese Igel mitgenommen. Die fand ich auch ganz cool. So Herbstzeug. Und das hier nochmal, das habe ich auch schon. Bei den Igeln war ich mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich die nicht habe, aber ich weiß es nicht. Ich merke mir das auch nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es sind ja nur zwei hier drin. Von daher ja, sind die eh schnell aufgebraucht. Ja, und die hier, die finde ich auch ganz toll. Das sind auch nochmal so Filz. Ne, Sticker sind das gar nicht, oder? Ne, die haben keinen Klebepunkt, aber so Filz. Ja, so Streudeko steht drauf. Aber ich werde die als Sticker benutzen. Einfach hinten so ein Klebepunkt dran und ja. Richtig cool für Herbstsachen und auch für Halloween kann man das ja kombinieren. Denn die Schildchen nehme ich gerne dort mit. Die habe ich bestimmt schon drei oder vier Mal mitgenommen. Ja, bei mir wiederholen sich manchmal die Sachen, weil ich Sachen, die ich besonders mag, eben dann auch öfter mal nachkaufe, solange die eben da noch sind. Und ich finde auch dieses Schwarze hier hinten nehme ich noch so schwarz-weiße Sachen, finde ich total cool. Das hier kann man ja auch überkleben, ne? Da könnte man jetzt beispielsweise, wenn man das nicht braucht, hier so ein Pilz drüber kleben oder so eine Eule oder Eichhörnchen. Und dann muss man das nicht unbedingt zum Geburtstag nehmen. Also die finde ich richtig cool. Ich kann euch ja mal zeigen, was da so verschiedene drin sind. Also wir haben hier einmal Happy Birthday oder zweimal ist das immer drin. Dann hier mal so ein ganz normales. Ja, es ist eigentlich alles Happy Birthday. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Ja, ich überklebe das immer. Aber die schwarzen hier finde ich besonders cool. Ja, an die konnte ich mich erinnern und deswegen richtig toll. Nehme ich natürlich mit. Diese Tags. Aber wie gesagt, man muss die jetzt nicht zum Geburtstag benutzen. Geht auch für andere Sachen. So, dann habe ich in den 1-Euro-Shop diese Perlenfarbe gefunden. Diese, ja, sind eigentlich vom Action, aber ja, beim Action habe ich die jetzt bis jetzt nicht gesehen oder ich habe einfach die Augen nicht richtig aufgemacht. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, was die beim Action kostet im 1-Euro-Laden. Ne, 1 Euro. Ich finde, das ist trotzdem in Ordnung, auch wenn die vielleicht beim Action nur 70 Cent oder 59 oder so kostet. Ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Ich finde es das krass, dass jetzt der 1-Euro-Laden eben auch immer mehr Action-Sachen hat. Ja, will ich mal ausprobieren. So richtig weiß ich noch gar nicht, was ich damit möchte, aber ja. Ich muss ja alles ausprobieren, ne? Wisst ihr ja. So, dann habe ich mich gefreut. Schaut mal. Im 1-Euro-Shop. Ja, für 1 Euro. Ah, wie geil, oder? Das sind, ja, ich weiß nicht, vielleicht Zahnputzbecher, Trinkbecher. Ich weiß es nicht.
Mit Flodo. Oder Fludo. Ich sage immer Flodo. Ja, und da ist Glitzer drin. Ja, und das ist der Ursprungspreis. Schaut euch das mal an. Oh, da habe ich ja fast gedacht, ich sterbe, wo ich das gesehen habe. Mit Glitzer. Ja, werde ich vielleicht. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich einen Stift da rein, also Stift da reinstecke oder. Ja, ob ich es. Ich habe zwei mitgenommen. Ob ich es als Mal, also als Pinsel zum Malen benutze. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich denke mal, das sind eigentlich Trinkgläser, oder? Oder Zahnputzgläser. Mir ist das egal. Ich finde, oh, ich freue mich so. Ja. Wird einer, den kann ich eigentlich gleich hier hinstellen. Der bleibt ja hier. So, und den anderen habe ich so nur als Reserve, weil man ja bekloppt ist. So, dann habe ich auch im 1-Euro-Shop diesen Anhänger hier. Den finde ich richtig cool. Den habe ich auch schon mal gehabt in, glaube, ich glaube, grau und weiß oder so. Jetzt habe ich Silber. Ja, es sieht aus wie weiß, aber es ist Silber mit Schwarz. Auch richtig geil. Für so ein Loaded Envelope, ne? Kann man auch wieder hier was in der Mitte vielleicht noch drauf machen oder so lassen. Ja, oder für meine Tasche würde der auch gut passen. Da hängt zwar schon genügend dran, aber ja, fand ich auch ganz cool. Dann habe ich hier so ein, das war jetzt aber beim Teddy, so ein Leuchtesmiley, vielleicht für Halloween. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen verändern, vielleicht noch irgendwie so eine Fratze draus machen oder weiß ich noch nicht. Ist das eigentlich ein Button oder was ist denn das? Ein Sticker? Ein Sticker. Ja, weiß ich noch nicht, was ich, ob ich den für Halloween gebrauchen kann, aber wäre ja nicht schlecht, weil der so schön leuchtet. So, dann die beiden Masken. Kann man halt auch schön mit basteln. Vielleicht auch eine coole Leinwand, ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich mache ja dieses, ja, dieses Band hier ab, ne? Und mache den auf eine Leinwand drauf und male dann den Körper noch so dran. Vielleicht hier noch Wackelaugen rein irgendwie. Dann, ja, fände ich das auch schon wieder cool. Ja, und natürlich hier diese süße Katze muss dann natürlich auch mit. Genau. Dann habe ich Servietten gekauft und zwar ein Halloween-Motiv. Richtig cool und die sind richtig, ja, richtig fest. Also, ja, weiß nicht. Die sind so richtig, ja, stärker, würde ich sagen. Die gab es für 1,50 € beim Teddy. Fand ich cool. Ich bin nämlich auf der Suche nach Halloween-Servietten. Mal was anderes. Immer dieselben Motive. Aber ich finde keine. Also ich habe bei Nanunana geschaut, ich habe in verschiedenen anderen Läden geguckt, bei Rossmann, bei DM. Keine Halloween, ja, Servietten. Die kann man nämlich schön für Pocketletter zum Einpacken benutzen oder für Schmuck zum Einpacken. Ja. Und Halloween geht bei mir ja das ganze Jahr. Das hat jetzt nichts mit dem Oktober zu tun. So, dann habe ich zweimal. Ja, da habe ich mich dann ein bisschen auf den Arsch gesetzt, wenn ich ehrlich bin, weil die gibt es für 79 Cent, glaube ich, viel billiger beim Action, ja, in allen möglichen Farben. Ich habe 2 € bezahlt, habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert. Das kaufe ich jetzt nicht nochmal, sondern das nächste Mal beim Action, aber das wusste ich nicht. Oder ich habe es, ich weiß nicht, wo ich die letzten gekauft habe, was fein ich beim Action und habe das vergessen gehabt. Ja, ich brauche die ja für meine Haare. Ich wickle ja da immer mal so ein Band rum. Gut, ich komme damit jetzt auch Ewigkeiten hin. Ich habe jetzt alle möglichen Farben. Vor allen Dingen brauchte ich Schwarz und Rot für Halloween. Da werde ich ja meine Haare umwickeln, dass das vielleicht zum Kostüm passt. Aber Weiß kann ich natürlich auch gebrauchen. Grau ist jetzt auch nicht verkehrt. Oder Rosa und diese Farben. Eigentlich kann ich alle Farben hier gebrauchen. Ich hatte ja jetzt so Türkis drin. Das habe ich jetzt alles rausgefummelt. Jetzt muss ich meine Haare färben. Oh, das wird ein Desaster, ich sag's euch. Ziemlich schwierig bei Dreads, aber kriege ich schon hin. Ja, und wenn das dann alles frisch gefärbt ist, werden die wieder eingewickelt. Ja, ich finde das nämlich cool. So, was haben wir noch Schönes? Dann habe ich noch auch wieder von Zeman oder Ziemann. Wie heißt das eigentlich? Zeman oder Zeman? Also, wie es bestimmt falsch ausgesprochen ist, mir aber auch egal. Hier diese coolen Fledermäuschen. Auch sehr geil. Das ist auch so ein. Müssen wir mal auspacken. Jetzt habe ich irgendwas runtergeschmissen. Ja, das ist auch so ein Moosgummi, so ein filziger Moosgummi. Die kann ich eigentlich auch gleich rausholen, weil die werde ich mir nämlich hier irgendwo mit hinhängen. Die finde ich cool.
Könnte man vielleicht auch noch ein Wackelauge reinkleben. Würde vielleicht noch cooler aussehen. Die sind schön leicht. Vielleicht hänge ich die mir auch draußen an die Tür dran. Ach, die sind cool. Die sind richtig schön leicht. Ja, die durften auch mit. Dann diese Radiergummis. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Da hatte ich, glaube ich, schon Einhörner mitgenommen. Und oh, ich weiß gar nicht, was war denn das noch? Minions oder so? Jetzt habe ich die Lamas mitgenommen. Kann auch sein, dass ich die schon habe. Ich weiß es immer nicht. Aber das ist nicht schlimm, weil in so ein Loaded Envelope, in Pocket Letter für Tausch kann man das ja immer gebrauchen. Ja, dann den hier. Allerdings nicht für mich, sondern für meinen Sohn. Ich glaube, den findet er richtig cool. Habe ich erst überlegt, ob ich den mit in den Adventskalender schon mal mit reinpacke. Aber da passt er ja gar nicht rein. Der ist ja riesig. Ja, mal gucken. Oder er kriegt ihn mal so zwischendurch. Ist ja nur ein Radiergummi, aber bestimmt findet er den ziemlich geil. Bei Fortnite, ne? So, dann habe ich auch wieder beim Zimmern zweimal diese Tüten mit diesen Häschen. Und das war ja so mein Highlight. Da habe ich ganz, 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 ganz viele mitgenommen. Keine Ahnung, wie viel packen, aber schaut mal, 10 Stück für 49 Cent, mega. Und ich hatte ja schon mal so ein paar bekommen. Ich weiß gar nicht, war das von Sabrina oder von Swantje? Das weiß ich gar nicht. Erst hatte ich nur eine bekommen, da war irgendwas drin, ne? So oben zusammengebunden, habe ich ge gebunden, habe ich gedacht, oh, so süß, und die musst du aufheben, und ja, ich glaube, da ist die noch kaputt gegangen oder irgendwie so, und ich habe die trotzdem aufgehoben, weil ich die so süß finde. Und schaut mal, jetzt habe ich verschiedene Farben. Hier ist grün und blau, und hier ist rosa und rosa, ja, rosa und rosa, genau, oder so ein bisschen Fliederfarben. Mädchen und Junge ist das, ne? Ja, die blauen haben vielleicht auch Jungs. Oh, ich finde die so süß. Das ist so mein Highlight. Und ich habe da bestimmt, ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen, ob ich da 6, 7, 8 Packungen mitgenommen habe. Das war mir. Das ist so geil, diese Tüten. Die mussten mit. Habe ich mich sowas von gefreut. So, dann habe ich einen Block im 1-Euro-Laden mitgenommen. Den habe ich schon mal gehabt. Und auch schon teilweise verbastelt. Der ist mega. Ihr kennt den bestimmt. Ja, ich weiß, die gibt es beim Action billiger. Aber da habe ich kein Papier gesehen. Ah, der ist einfach nur schön. Ja, den mag ich sehr gerne. Roses. Oder? Roses, ne? Ja, egal. So, dann hatte ich auch im 1-Euro-Laden nochmal das Glück hier. Mimis Wisch- und Wegbuch. Wäre cooler gewesen, wenn es ein Malbuch gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist hier, man kann hier mit den Stift das hier so malen und dann wieder wegwischen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ist halt für Kinder, ne? Ich habe ihn trotzdem für 1 Euro, habe ich es trotzdem mitgenommen einmal. Vielleicht kann man das hier auch wieder ausschneiden und irgendwie anderweitig noch benutzen. Aber ich fand es trotzdem ganz cool. Vielleicht gebe ich es auch meinem Sohn, dann kann er damit irgendwie. Ja, oder hier könnte man zum Beispiel Postkarten draus machen. Also normale Grußkarten, denke ich mal. Ja, ist schon niedlich, aber ist halt blöd, weil das kein normales Papier ist. Aber ich fand es ganz cool. Und ja, hier seht ihr auch wieder den Preis. Normalerweise hätte das 4,95 € gekostet. Was ist das hier? Ein Poster oder so? Habe ich das jetzt überblättert? Hier ist der Stift. Wo ist denn hier ein Poster? Keins drin. Ach, das hier. Ja, sieht ganz süß aus, ne? Ja, mal sehen, ob ich was damit anfangen kann oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja, dann durfte die auch noch mal mit hier. Die kennt ihr auch schon. Die hängen ja schon eine ganze Weile da rum. Eigentlich schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten. Aber die habe ich jetzt auch mehrmals schon verschenkt und in der Tauschpost mit drin gehabt. Jetzt habe ich sie mal für mich gekauft. Und jetzt behalte ich die auch mal. Ja, dann hatte ich hier. Wie süß, oder? Eine Laterne mitgenommen mit Panda-Bär. Ja, die würde ich mir am liebsten hier auch irgendwo hinhängen, aber ich habe keinen Platz mehr. Entschuldigung, ich muss mal knistern. Ich will mal sehen, wie die komplett aussieht. Oh, die ist so süß. Ja, Panda-Bär, ne? Da hatte ich ja jetzt schon vom DM dieses kleine Verpackungsding da. Und da hinten steht auch einer, den seht ihr jetzt nicht. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Oh, ich möchte hier irgendwo mit hinhängen und ich habe keinen Platz mehr. Vielleicht so ein, irgendwie so ein LED-Licht rein.
Oh, so süß. Eine Lichterkette oder so. Mal gucken, ich muss für den noch einen Platz finden. Komme, was wolle. Ja, total süß. Ja, kann ich eigentlich wegschmeißen, brauche ich nicht mehr. So, und zu guter Letzt habe ich noch. Nee, stimmt nicht, ich habe noch mehr. Habe ich noch.